Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alanya. Ich bin der Peter, heute auf Tour. Und zwar sind wir in Conakry heute. Unser kleiner Flitzer braucht mal wieder neuen TÜV. Den gibt es hier bei TÜV Turk. Das ist in Conakry, ist ein bisschen außerhalb von Alanya, ungefähr 10 Kilometer. Wir sind jetzt schon so weit durch. Wir haben uns hier vorne angemeldet, haben unsere Gebühren bezahlt, die ganzen Papiere soweit erledigt und dann ging es los mit der Abgasuntersuchung. Die ist hier hinter dem Gebäude. Wir gehen jetzt gerade mal schön kurz darüber, ich werde es euch kurz zeigen. Ja, war total entspannt dieser Termin. Wir sind natürlich auch gut vorbereitet gekommen. Wir haben das Auto noch mal kurz durchchecken lassen, dass alles in Ordnung ist. Und ja, wie gesagt, alles wunderbar funktioniert. Wir haben uns dann hier nach hinten begeben, wo der Weiße jetzt steht. Da wird dann die Abgasuntersuchung gemacht. Da fährt man rückwärts auf die Bühne. Bleib im Auto sitzen, der Ingenieur gibt dir Bescheid, was du alles machen musst. Es waren 6 oder 7 Mal Vollgas, dann war die Prüfung durch. Dann haben wir uns wieder mit dem Zettel hierher begeben, wieder rein ins Büro, haben das abgegeben, Abgasuntersuchung bestanden und dann ging es los. Kurze Wartezeit und dann wurden wir gebeten, hier auf die Spur Nummer 1 zu kommen. Der nächste Ingenieur, dann die ganzen Lichter zusammen kontrolliert, Bremsenprüfstand, alles soweit in Ordnung. Dann Trüttelprobe für Stoßdämpfer, alles drum und dran, die ganzen Lager, ob das alles in Ordnung ist, hat wunderbar funktioniert. Und dann durften wir uns nach hinten begeben, hinter das Gebäude, wo quasi der Ausgang ist, und durften da noch ein bisschen verbleiben, bis er mit seinen ganzen Tests voll fertig war. Zum Schluss dann noch die Lichter kontrolliert, ob die Einstellung der Scheinwerfer passt. Das war dann soweit alles fertig. Dann kam er mit Stempel, hat ihn gleich drauf gemacht und ging dann noch mal rein, hat dann die restlichen Papiere voll erledigt. War mit einer kurzen Wartezeit noch mal verbunden, aber so nach 5 Minuten war das dann auch alles schön fein erledigt. Die Papiere bekommen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Jahr, Mitte April 2022. Bis dahin wünschen wir unserem Flitzer eine gute Zeit, dass er alles heil übersteht und dann fahren wir jetzt wieder gemütlich zurück nach Hause. Ja, war jetzt auch wieder eine schöne Geschichte. Wollte ich euch einfach mal ein bisschen mitteilen. Bei unserem Fahrzeug ist es so, wir müssen jedes Jahr zum TÜV. Der läuft, glaube ich, als Lastentransporter oder als Transporter. Keine Ahnung, als Nutzfahrzeug. Nicht als normales Auto, von dem her müssen wir halt jedes Jahr hingehen. Da haben wir dann unser Fahrzeug wieder übernommen vom Ingenieur. Und gute Fahrt bis nächstes Jahr. Jo. Wenn es euch jetzt gefallen hat, dieses Video, sehr gerne Daumen nach oben. Abo ganz cool, Glocke drücken nicht vergessen, werdet ihr immer unterrichtet, sobald ein neues Video wieder am Start ist. Irgendwelche Fragen, Anregungen, haut es einfach unten in den Kommentarbereich. Wenn es passt, werde ich dementsprechend drauf eingehen. Ihr kennt mich. Dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao, ciao, TÜV und Peace.